wieder einen schönen guten Morgen aus der Schweiz. Ja, wie man sieht, auf der Alpen-Nordseite ist jetzt endlich das Wetter schöner geworden. Es sind nur noch ein paar Wolkenreste über, aber die lösen sich im Moment gerade sehr schön auf. Ja, ein paar Schönwetterwolken werden wahrscheinlich bleiben, aber es ist kein Regen mehr angesagt, gar nichts mehr. Es wird angenehm warm, also bin ich unterwegs und was habe ich heute vor? Ich bin jetzt in Richtung Valbella, Lenzerheide aufgebrochen und ja, ich möchte ein bisschen da oben längs fahren, so hoch wie möglich. Vielleicht kann man es sehen, da oben ist so ein Weg, der führt bis zu dem Berg, wo der Lift hochführt. Vielleicht schaffe ich das, vielleicht auch nicht. So, mein Ziel ist 2000 Meter Seehöhe erreichen, Lahmzangen und sicher. Nichts riskieren, nicht überanstrengen, möchte ich mich einfach nur genießen, das Panorama. Oh, mal wieder einen schönen Tag hier mitten in den Bergen zu verbringen. Oh, ich hoffe, ihr habt Lust mitzukommen, also dann wünsche ich viel Spaß dabei bei den kommenden Bildern. Das ist doch das Geräusch der Alpen, oder? Aber man kann auch sagen, es ist nicht Tierquälerei. Die werden das Geräusch ja nie los. Aber irgendwie sehen sie auch wieder glücklich aus. Durch Valbella bin ich jetzt durch. Ja, habe schon einige Höhenmeter. Auf 1620 Meter Höhe bin ich jetzt. Also 2000 Meter ist gar nicht so weit entfernt. Aber hier ist mal so ein erster richtig schöner Blick Richtung Alpenhauptkamm auf Lenzerheide und runter zum Heidsee. Ja, echt klasse. Ich hoffe nur, dass die Sonne ein bisschen länger da bleibt. Vielleicht bei der Auffahrt noch nicht, weil jetzt geht sie gerade weg und der Wind. Ah, ist es doch recht frisch, aber ich habe Jacke, etwas dickeres habe ich mit, das muss man ja echt immer mit haben, wenn man nach oben über 2000 Meter will. Ja, die Aussichten werden immer besser. Jetzt bin ich auf 1800 Meter hochgekraxelt. Ja, und deswegen macht man das ja wohl. Oh, diese tollen Ausblicke. Aber jetzt darf eigentlich bei der Hochfahrt auch nicht mal die Sonne so verschwinden, denn es ist echt sofort kalt, auch beim Hochfahren. Man muss echt aufpassen. Und das eventuelle Ziel ist ja auch im Blick. Da oben, da wo die Bahn ist. Da kann man hoch, Pizzcolatas, glaube ich, heißt das. Ja, auf über 2300 Meter Höhe. Aber ein Ziel wäre es. Da hat man bestimmt einen tollen Rundumblick. Aber hier ist es ja auch schon klasse. So, die 2000er Marke habe ich jetzt durchbrochen, aber die letzten Meter waren jetzt sehr, sehr schwierig. Man sieht es ja nicht auf der Kamera, aber es sind 20 bis 25% hat es angezeigt. Ja, da musste ich schieben und es geht auch so weiter. Eieiei. Ja, aber wenn man nach oben will,
kommt auch Steigung. Bis jetzt war es ja sonst eigentlich immer okay, maximal 10-11% kann man locker fahren, aber das ist mir too much. Ja. Und das Ziel liegt ja auch noch sehr, sehr weit oben. Da muss ich noch hoch. Oh. Aber schön, wie gesagt, ist es immer. Ja, bevor es da hochgeht, da muss ich jetzt erstmal eine kleine Pause machen. Und das Schieben geht weiter. Tralala. Oh Mann. Das mache ich wirklich freiwillig. Aber da ist es auch wieder. Dies Läuten. Ah, das ist so herrlich. Jetzt stehe ich hier in der Junahütte unterhalb des Gipfels. Ja, und was gehört zur Schweiz dazu? Alphorn. Ja, da habe ich doch mal wieder Glück gehabt. Ja, das irgendwie Hochzeitsgesellschaft oder sowas. Ja, und dann habe ich doch wieder Glück gehabt, dass ich das wieder mitkriege. Das gehört doch zur Schweiz. Meine Güte, das ist noch das steilste Stück hier ganz zum Schluss. Oh, ich kann ja schon mal ins Rheintal hier gucken. Aber diese Aussicht, die kriegt ihr erst zum Schluss, wenn ich oben bin. Boah. Ich bin oben angekommen auf dem Piz Scarlotas auf 2322 Meter. Boah, Grundumblick hat man nicht, weil das hier bebaut ist, aber das tut dem nichts abgewinnen. Tja, ich hätte ja auch die Bahn nehmen können, hätte ich das gewusst. Ich hab's gewusst, ich mache sowas lieber aus eigener Kraft. So, ich mache hier eine Pause. Ja, die Sonne ist weg, ich habe mir gleich eine Jacke übergezogen, ist doch eisig. Mach trotzdem eine Pause, also könnt ihr erstmal das Panorama genießen. Ja, das ist schon schön hier.
bin schon ein Stück abgefahren, hier auf so einem Trail. Ja, ich bin noch ziemlich langsam, also Fabio Schäfer bin ich nicht. Ja, hier sieht man auch, wie die richtig runterrasen und andere, ja, so wie gerade eben, der Kleine ist voll hingefallen, eine Minute abgewartet und dann ging es wieder weiter. Wahnsinn. Ja, die leben hier, die wachsen damit auf, das ist schon was anderes. Ich bin eher der Vorsichtige, aber ja, solange da keine Sprünge sind oder so, dann geht das alles. Ja, ich muss halt üben, aber ich muss das nicht unbedingt haben. Hier muss ich mich jetzt entscheiden, wenn wir zurück zur Junehütte und auf dem Weg runter, der ja auch nicht gerade flach will, oder hier runter den Trail, war ich nehme die sichere Variante und fahre erstmal darüber. Ja, dafür bin ich noch nicht gemacht, technisch, dass ich das so lange hier runterfahren kann, auf so einen Trail. Vielleicht irgendwann anders mal, dafür müsste man auch viel öfters hier sein. Ja, aber frisch ist das, verdammt, die Sonne ist weg. Da fängt man sogar an zu zittern. Ich muss weiter. Und zack, ich bin vorbei an der Hütte. Ja, das geht wieder so schnell. Abwärts sowieso. Ja, es ist recht frisch. Ich bin schon fast am Stück, ich ziehe Handschuhe an und Beinlinge. Aber naja, jetzt geht es ja rasant. Den gleichen Weg runter, wie ich hier hochgefahren bin. Und da wird es wohl auch rasant wärmer werden. Oh, war ein schöner Tag. Auch wenn ich jetzt die letzten Kilometer fast nur schieben musste. Aber für mich ist das immer das Ding, hochzufahren, das Ziel zu erreichen, das ist meins, nicht das Runterfahren. Ja, jedem seinen Spaß. Hier fahren sie halt immer mit der Bahn hoch, um mit dem Rad runterzufahren. Bei mir ist es eher genau andersrum. Ja, für einen Flachlandradler lief das ja auch schon wieder ganz schön gut heute. Ja, und kaputt bin ich auch nicht. Es hat alles gut funktioniert. Ja, ich fahre jetzt noch ab auf der Straße. Das ist ja nichts Neues. Also ist das Video mit hier auch zu Ende und der Tag. Ja, hat viel Spaß gebracht. Ich werde vielleicht noch ein paar Szenen anhängen, aber Panoramen und die Strecke kennen wir ja alle schon. Ja, ich hoffe, es hat dann heute gefallen, denn morgen geht's weiter. Kaputt bin ich nämlich überhaupt nicht, muss ich sagen. Beine sind noch frisch und die Wetteraussichten sind nur astrein für die nächsten Tage. Ja, und wahrscheinlich die nächste Tour wird vielleicht auch wieder auf dem Rennrad sein. Mal sehen. Also, ich hoffe, es hat dann heute gefallen. Denn bis zum nächsten Mal und danke fürs Anschauen. Moins, wie es hier heißt. Jetzt bin ich doch eine andere Strecke gefahren, aber jetzt ist endgültig. Tschüss.